Hallo. Hallo. Ich tue jetzt, als ob ich gar keine Konferenzen habe. Das ist die beste Taktik. Habe ich überhaupt nicht. Nee, ich weiß auch nicht, von was du redest. Nee. So ist am geilsten hier. Ja, das sind 2 Stunden am Morgen. Ja, der Dirk bekommt einen neuen Dienstwagen. Sprich Fahrwerk, Felgen und Design. Und Design wird echt ziemlich funky. Sehr, sehr gut, habe ich schon gesehen. Ja, ich habe es auch schon gesehen. Ist geil. Ja, ist echt gut. Finde ich echt gut. Hat der Jonas gemacht, ist sehr 2019, finde ich, ne? Sehr modern, aber sieht sehr gut aus, finde ich. Morgen. Schönen guten Morgen. Tag. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen für 2. Ich auch, muss schön aufstehen. Und wo ist denn dein Kfz? Das Kfz steht vor der Tür. Willst du einmal einen Hof fahren? Und wer ist der Herr des Schlüssels? Die Dame. Ich. Komm mal rum. Ich komm mal rum. Da ist er. In Rott. In Rott. Hast du das Design schon gesehen? Ja. Gut, ne? Ja, ziemlich auffällig. Ich find's ziemlich geil sogar. Ja, ich find's mega geil. Ich find's auch mega geil. So. Da hat Johnny sich schon was bei gedacht. Vor ist echt gut. Die Heckansicht macht das Auto extrem breit. Ja, ja. Und wenn es auf den Bildern digital so aussieht, wird es live nochmal ganz anders reinhauen. Also es wird wirklich, wirklich stark. Noch irgendwas machen? Also willst du auch Logo von Schwarz haben oder so? Ja, selbstverständlich. Hat er schon im Kofferraum liegen. Und noch was? Ja? Guck dir das Heck an und so, was noch geändert werden muss. Ja, auch Logo, alles schwarz. Inklusive der? Endruhe. Richtig, auch im Kofferraum. Mhm. Das ist so ionisiert, ne? Mhm. Das ist gar nicht ganz schwarz, das ist so dieses... Das ist so Schwarzchrom. Ja, genau. 35 okay. Euro. 35 Euro? Der Satz, ne? Das ist Logo, oder? Sie. Aber nur für vorne. Für vorne. Hinten entfällt. Inklusive A5 und Quattro? Entfällt. Komplett? Sicher. Okay. Stört doch, oder? Okay, gut. Dann gucken wir jetzt einmal Räder, ne? Ja. Oh. Oh. Erstmal hier deine neuen Räder. Goodyears. So, RSE in 20. Mmh. In Grey. Cool. Sehr schöne Felge. Passt sehr gut auf die. Das weiß ich. Fahrwerk kaufen wir rein. Du kriegst Federn, ne? Da bist du schon, oder? Nee, das dürfte Gewinde sein. Gewinde? Gewinde? Gewicht ist Gewinde, ne? Ja, natürlich. H&R Gewinde. Guck mal hier, was der hier für Markierungen bekommt. Das ist nicht der normale A5, das ist das A5 Sonax Fahrwerk. Ja, besonders sauber. Genau, das ist nochmal speziell gereinigt. Mhm. Wie tief willst du das haben? Ist das normal so ein Dieb? Normales, ne? Ich habe eigentlich ein normales bestellt, weil das Auto muss ja fahrbar sein. Genau. Trotzdem gehen wir aber auf maximal TÜV-Tiefe. Ja klar. Wo kann man immer, ne? Ich halt TÜV. Oh. Ja, es sieht gut aus. Ja. Diese Schlüssel bin ich glücklich. Sieht wirklich gut aus. Gut, gut. Fahrwerk hauen wir rein, Felgen kommen drauf und ihr könnt wirklich gespannt sein, das Design ist echt hardcore. Heute ist echt ein hektischer Tag. Ich war gerade schon wieder beim Onkel Doktor. Wie ihr mitbekommt, bin ich eigentlich in der Woche mindestens 2 Mal beim Arzt. Auto fertig. Auto ist sehr geil. Auto ist eines der ersten Designs, die wir so gemacht haben für jemanden Näheren, weil der Dirk ist ja jetzt eine nähere Person, kein normaler Kunde. Es sieht nicht aus wie eine Teilfolierung. Sieht eigentlich aus, als ob es nur eine Digitaldruckfolie wäre, so, ne? Ja, stimmt. Ein bisschen. Ich mag, dass der Wagen vorne einfach komplett rot ist, dass da gar nichts ist. Ja. Was mich noch ein bisschen stört, ist, dass wir jetzt die silbernen drauf haben. Die kommen ja standard, die Deckel. Es gibt noch schwarze und rote. Und ich glaube, dass das mit dem Rot oder dem Schwarz besser aussieht. Und es ist schon echt eine geile Werbekarre. Mega, ne? Mega. Sieht richtig gut aus. Wenn man es ganz durchziehen würde, wäre auch geil, wenn man vordere Felge rot lackiert, hintere Felge schwarz lackiert. Ne? Mhm. Das wäre auch sexy. Das wäre auch sexy. Heck finde ich hart krass. Wenn man sieht, der Wagen, wie der vorher aussah, sah der ja wirklich kindergartenmäßig aus.
Jetzt das schon, finde ich, ziemlich durchgezogen. Schwarze Endrohre passen perfekt. Also für so ein Daily-Arbeitsauto. Mega. Ihr könnt auch mal runterschreiben, ob wir auch mal so ein Design machen sollen, weil ich privat hatte noch nie sowas. Das stimmt, ne? Ich hatte noch nie sowas. Das stimmt wirklich. Bei mir war das immer zu schlicht und zu langweilig. Aber wenn ich so sehe, finde ich es eigentlich ganz geil. Ja. Ne? Komm, wir fahren mal eine Runde. Ja, ich bin heute nicht ganz so super fit drauf. Ich teile ja immer viel mit euch. Auf jeden Fall beim Onkel Doktor gerade. Es steht eine Veränderung in mir vor. Ich werde zur Frau umoperiert. Ich werde eine Frau. Aber ganz ehrlich, wenn ich heutzutage so ein paar Tuner sehe auf so Messen und Veranstaltungen, glaube ich, wurden schon viele zu Frauen operiert. Ganz ehrlich, kein Scheiß. Ne, oder nicht? Ja, mittlerweile ist das ja so gut teilweise, dass man das gar nicht mehr erkennt. Richtig, vielleicht sind ja sogar manche schon Frauen. Ja. Wer weiß, ey. Und was mir auch aufgefallen ist, dass als Tuner, es ist kein Muss, ne? Aber du willst ja deinen Kunden beraten zu einer Verbesserung des Fahrverhaltens deines Autos, ne? Wie wenig wirklich ein Auto beherrschen können und fahren können. Ja, viele ist es einfach egal. Das ist gar nicht jetzt böse gemeint, aber irgendwie finde ich es komisch, wenn dir einer ein Fahrwerk andrehen will oder eine Leistungssteigerung oder einen Reifen oder eine Modifikation, aber so selbst irgendwie gar nicht fahren kann. Das ist strange shit. Ja, ich glaube, viele interessiert es einfach nicht, weil die denken, die wollen innovativ, alles andere ist egal und dann funktioniert das irgendwie, weißt du? Als Verkäufer? Ja, genau. Ich finde, als Verkäufer musst du trotzdem fahren können. Und mit fahren können, klar, können die Auto fahren, aber so ein Auto bewegen. Ein bisschen Gefühl haben einfach. Ja. Mhm. So, auf den ersten Metern meine super Bodenwelle, wo ich immer dann ausmache, wie so ein Dämpfer so läuft, bin ich für den H&R gerade sehr beeindruckt. Ne, ich bin ja eigentlich so mehr KW-Freund immer, aber das funktioniert ganz schön. Die Tiefe ist maximale TÜV-Tiefe. Der steht auch wirklich ganz gut im Saft. Das ist ja jetzt wirklich alles andere als hoch, der Wagen. Ne, wenn du so guckst. Ja, sehr geschmeidig. Ja. Ich würde folgende Erklärung abgeben. Ein H&R ist sehr nah an der Serie dran, aber oftmals ist die Serie mir zu stockelig. Und das ist auch, guck mal, etwas stockelig. Das KW würde in diesem Moment, der macht tak, tak. Bisschen straffer, ne? Tak, tak. Ja. Wie das Fahrwerk anfedert, wie der erste Impact, der vom Reifen in die Achse geht, ob er das Auto anhebt, ne? Mhm. Oder ob der Dämpfer sagt, komm, den schluck ich. Also, das reagiert anders. Es ist anders. Ja, stimmt. Guck mal jetzt. Ja, das ist anders. Da merkt man es, ja. Auch auf der Hinterachse ist es vor allen Dingen anders. Hier fahre ich auch immer gerne durch. Aber KW ist auch echt gut. Endgegner. Ich sagen. Ich bin die Woche auch am Wochenende mit meinem Auto abends mal zur Eisdiele gefahren, weil ich dachte, es steht so lange, es muss mal bewegt werden. Wenn du dann von den ganzen Serienautos mal wieder KW fährst. Wie feinfühlig. Krass. Das ist wirklich ein Riesenunterschied. Super, ne? Ja. Also wie gesagt, aber das Fahrwerk hier ist gut. Das ist echt gut, das H&R-Fahrwerk. Wirklich. Ja, doch, also ist gut. Also dafür, dass ich eigentlich nicht so ein H&R-Fan bin, bin ich gerade sehr beeindruckt und sehr begeistert, wie es fährt, wirklich. Aber es sind Charakterunterschiede zwischen den Herstellern zu spüren. Guck mal jetzt hier, ich habe eine kritische Kurve eigentlich, guck mal. Es ist steifer, es ist straffer gefühlt. Okay, also vom Fahren her finde ich es ganz geil. Und was ich ganz schön finde, ist dieser Super-Safe-Modus, der hier ist. Ne? Räder weit drin. Ich persönlich mag den Style. Ne? Auch bei BMWs finde ich das immer geil, wenn die gar nicht so knack und back sitzen im Rathaus, sondern wirklich relativ viel Platz haben. Wie ein Rennwagen quasi. Auto fährt auch schön. Ne? Ja, ist ja auch ganz neu noch. Ne? Ja, stimmt. Ne, 12.000. Ja, aber die hat er in 3 Wochen gefahren oder so. Ja, stimmt. Der Motor ist sehr leise. Das fällt ja, ne? Drauf, ja. Für den Diesel? Weil meiner ist richtig laut vom Mercedes. Ja, das stimmt. Dein Auto kann ich verstecken, dass es ein Diesel ist. Ja, das stimmt. Nee, Fahrwerk finde ich sexy. Sogar echt sexy. Also echt ohne Scheiß. Mhm. Funktioniert schön. Echt schön. Freut das Dirk sich. Okay, wir fahren zurück und sammeln den mal ein. Der müsste auch schon in der Werkstatt irgendwo rumtouren. Und dann kann er sich sein Kfz angucken. Und dann müssen wir noch entscheiden, ob wir rot oder schwarze Deckel auf die Felgen machen. Weil das Silber finde ich, vielleicht mag er auch Silber, aber Silber finde ich allgemein ungeil. Ja, finde ich auch nicht gut, Silber. Weil nichts ist Silber an dem Auto. Ja. Die Endrohre purzeln da hinten durch den Endrohre. So, zurück in die Werke. Tschüss. Herr Hattenhauer, kommen Sie einmal. Ihr Kfz ist fertig. Es gibt noch eine kleine Entscheidungsfrage bezüglich Felge. Das müssen wir gleich zusammen abstimmen. Und zwar wegen der Nuss. Die ist ja jetzt Silber. Okay. Ja. Und dann, es gibt ja noch schwarze und rote. Schwarze und rote. Guck mal. Hat da jemand Gänsehaut? Aber was ich wirklich sagen müsste. Guck mal her. Siehst du das?
Yeah. Komm ab. Alter, jetzt habe ich es auf beiden Armen. Guck mal, auf beide Arme. Hier habe ich keine mehr. Die sind gestern abrasiert worden. Alter, geil, ne? Das fett aus. Aber ist schon krass, ist schon wirklich krass, aus so einem roten Auto so einen Unterschied zu machen, weil es ist ja eigentlich gar nicht so viel Folie. Guck mal von hinten, weil von hinten finde ich es am absolut krassesten. Also war meine Entscheidung goldrichtig, rote Farbe zu nehmen. Ja. Weil das ist schon wirklich harter Tobak. Durch die Streifen auf den Seitenteilen, hinten auf der C-Säule und den Abriss von der Stoßstange wirkt das Ding extrem breit. Das ist richtig, richtig geil. Breit wie du. Also, Nuss, Silber. Mhm. Wo jetzt eben die anderen? Sekunde. Zufrieden? Alter, das ist mega geworden. Ja, finde ich auch. Da muss ich Joni auf jeden Fall noch ein dickes, fettes Danke dalassen. Ein dickes, fettes Küsschen. Also, ich hatte ihm ja nur gesagt, tob dich aus, du hast absolut freie Hand, aber es muss richtig ballern. Und das hat er geschafft, mal ziemlich eindeutig. Ja, mega. Geil. Also, siehst du aber auch so, ne? Silber ist okay, aber muss nicht. Was hast du zur Auswahl? Ich habe die hier. Aha. Also ich habe die. Ah. Und ich habe die. Aber das ist halt nicht ganz der Rotton, ne? Das ist so ein Candy-Rot. Wir können ja einfach mal drauf machen. Können wir mal gucken. Ich würde vorne echt, vorne rot und hinten schwarz. Na guck mal, hinten hast du den schwarzen Pfeil. Ja, ja. Ich auch. Und hast du eigentlich keinen Störfaktor drin. Wenn du jetzt einen roten machst, hättest du einen Störfaktor. Okay, wir machen erstmal hier vorne einmal rot drauf. Oder bleib mal da stehen, wir halten mal schwarz gegen so. Zehnmal. Ich finde schwarz mal besser als Silber auf jeden Fall. Ja, schwarz ist besser als Silber. Aber rot ballert noch mehr. Ja, rot finde ich auch gut. Ja? Ja, durch die Nähe zum Bremssattel ist das schon in Ordnung. Wir machen mal hinten schwarz, ja? Mit dem Silber, da sieht es am größten aus. Ja, ein bisschen Clown. Weil das, wenn du von hier so guckst, wie so ein Clown, der zwei verschiedene Nasenfarben hat. Wenn man jetzt, man achtet jetzt stark drauf, weil man jetzt sich nur auf die Dinger konzentriert. Ich mach voll einmal einen schwarzen, ja? Boah, schwierig. Passt aber auch. Ja, passt auch. Passt auch, ja. Aber dann hast du den Clown-Effekt, der ist weg. So sieht das Ganze stimmig aus. Obwohl, ja, ich überlasse es dir. Aber ich glaube, Dirk, vorne hinten rufen die am besten. Hast recht. Ja, ne? Ja. Ich glaube, so sieht es wirklich am coolsten aus. Also schwarz war auch geil, Silber wirkte vielleicht ein bisschen flach. Ja, das war nix. So wirkt das hammermäßig. Das ganze Ding wirkt hammermäßig. Also der Unterschied ist echt krass für eine kleine Mark. So, jetzt muss ich nämlich weitermachen. Bauchschmerzen. Tschüss.